Jawohl. Du allein entscheidest, frei zu sein. Das ist das Thema heute im Paraguay-Talk. Und ich begrüße ganz herzlich Daniel und Bianca Kunz. Ganz herzlich willkommen, ihr beiden. Guten Morgen und herzlichen Dank für deine Einladung, liebe Amata. Hallihallo. Ja, Ja, danke sehr schön. gerne. Wir haben uns ja schon relativ bald über die sozialen Medien sozusagen kennengelernt und dann hat es ein ganzes Weilchen gedauert, bis wir uns zum ersten Mal in Asunción dann live getroffen haben, gesehen haben, uns ein bisschen näher kennengelernt haben. Und heute freue ich mich auf ein spannendes Thema mit euch beiden. Aber bevor wir ins Thema starten, Bianca, was war das Schönste, was du heute schon erlebt hast? Das Schönste, was ich heute erlebt habe, war unseren fröhlichen Felix tanzend und singend aus seinem Bett springend sehen, der sich sehnt, in die Schule zu gehen. Und der sich, Wow. weil wir immer morgens mit dem Fahrrad eigentlich zur Schule fahren und das schon echt über die Avenidas immer ein sehr, sehr aufregender Teil ist, er dann doch froh war, dass wir heute mal das Auto benutzt haben, weil es heute regnet. Ja, heute haben sie irgendwie Orkan angesagt und es schüttet wirklich in Strömen und er freut sich auf die Schule und das ist doch so schön. Aber natürlich will ich auch von dir wissen, Daniel, was war so dein schönster Moment heute schon? Mein schönster Moment ist jeden Tag aufstehen, den Kaffee genießen und ein wunderschönes Frühstück mit meiner Ja, Süßen. das stimmt. Ach, den Kaffee genießen und das Frühstück. Und ich weiß, du bist einer, der oft morgens schon unterwegs ist mit seinem Rad und im Botanischen Garten zu finden ist, in aller Frühe schon. Heute haben wir uns hier verabredet und ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, dass ihr hier in Paraguay lebt. Das ihr allerdings schon ganz lange mitbringt. Aber vielleicht ganz kurz, wie lange seid ihr denn überhaupt schon in Paraguay und was hat euch hierher geführt? Bianca, Ja, da beantworten. Okay. wir sind jetzt über 6 Monate jetzt hier, eigentlich fast genau 6 Monate, haben letzten Monat mal einen Monat getestet, ob das hier was für uns ist. Letztes Jahr. Letztes Jahr, genau. Und ja, was hat uns hierher geführt? Die Leichtigkeit und die Freiheit haben wir hier gesucht und auch gefunden. Genau. Gesucht Ja. und gefunden. Wow, so schön. Das wäre nämlich auch so meine nächste Frage gewesen. Was gefällt euch hier denn eigentlich am besten? Ist es schon das mit der Leichtigkeit oder was ist es? Also, man sagt ja auf Spanisch tranquilo. Also, die Menschen sind hier einfach tranquilo, also entspannter, wie wir es in Europa kennen. Und das ist mein Eindruck jetzt nach über einem halben Jahr. Und wir haben zwei Möglichkeiten letztendlich. Entweder wir lassen uns selbst auch darauf ein, und werden auch tranquilo, entspannt, gelassener, gehen gelassener mit gewissen Situationen, wenn irgendwie mal was schief geht oder sonstiges um und sagen, naja, gut, ist halt so, denn das ist hier die Mentalität in der Regel. Oder wir werden bekloppt. Ja. Weil wenn wir unsere Einstellung von zu Hause beibehalten und uns zu viel verrückt machen, dann passt das nicht, das matcht hier nicht mit der Mentalität. Aber gerade dieses Entspannte der Menschen, das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut. Man wird hier sehr respektvoll behandelt, wenn man die Leute auch selber respektvoll behandelt. Ich sage immer, behandle die Menschen so, wie du gerne behandelt werden möchtest. Und das funktioniert auch ganz gut. Also eigentlich Sind sehr sehr freundlich, sehr freundlich. zuvorkommend, sehr Ja. lieb. Ja, die meisten. Und das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir sind ja hier in der Großstadt in Asunción, der Hauptstadt des Landes. Und es ist so, wenn wir hier über die Straße gehen, abends an Cafés, Bars vorbei und wir grüßen, wir werden zurückgegrüßt. Wir bekommen ein Lächeln von wildfremden Menschen und sowas. Also in Frankfurt, in Köln mit wildfremden Menschen ist eher die Seltenheit, dass So man oft. das so erlebt. Und hier ist das schon also so ein Erlebnis, wo man sagt, hey, was ist das denn? Ja, die sehen einen hier. Ist toll. Dieses Tranquilo, das ihr gerade ansprecht, das ist auch etwas, ich sage, das ist nicht nur so ein Lebensmotto, das so als Überschrift hier gilt, sondern das ist was, wo man wirklich spürt und wahrnimmt. Also mir geht es auch, wir sind ja fast gleich lang jetzt
in Paraguay, wir sind so ungefähr zur gleichen Zeit hier angekommen. Ja. Und ich muss sagen, was ich auch total spannend finde, ist auch, was die Kinder betrifft. Also die sind ja abends, wo bei uns zu Hause immer gesagt haben, jetzt können die Kinder aber ins Bett so, sind die ja auch noch unterwegs und trotzdem ist alles so entspannt. Und ja, die Kinder sind, egal in welchem Alter, auch empfinde ich jedenfalls sehr, sehr entspannt und ruhig. Also ein wirklich spannendes Erlebnis, trotz der Hauptstadt, ja, das ist ja auch noch etwas. Das ist ja wirklich eine große Stadt. Es war eine der grünsten Städte weltweit, aber trotzdem eine große Stadt, wo viel los ist. Und trotz alledem gibt es so viel, ja, tranquilo. Genau so ist es, ja. Und das merkt man einfach, wenn man auf die Uhr schaut. Das merkt man, wenn man Termine hat. Man darf sich da halt anpassen. Alles ein bisschen lockerer sehen, nicht verkrampft. Ja. Wenn man das aber tut, ist eine Bereicherung. Man darf halt ein bisschen mehr Zeit einplanen. Das ist definitiv. Man sollte auch nur einen Termin pro Tag machen, um da wirklich auch locker, lächelnd, leichter durchzugehen. Ja. Und ja, genau. Ansonsten macht man sich selber das Leben schwer. Das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und ich glaube, wir können hier von dieser Einstellung sehr, sehr viel auch lernen und mitnehmen. Und ist für uns, glaube ich, gerade so aus dem deutschsprachigen Raum kommend ein großes Geschenk, weil wir ja in der Regel doch eher so einen gewissen Druck oftmals kennen, ja, und auch eher so Stresssituationen. Jetzt habt ihr vorher kurz angesprochen, ihr wohnt ja in Asunción. Welche Wohn-Lebenssituation habt ihr denn für euch hier gefunden? Magst du? Ja, also wir haben uns ganz bewusst für eine Wohnung entschieden, in ziemlich zentralen Nähe, also zu dem Colegio Concordia, wo Felix in die Schule geht, weil 4,5 Kilometer hatten wir vorher über eine Airbnb-Wohnung, über die Avenidas. Das ist schon sehr sportlich. Ja, wie leben wir jetzt hier? Wir haben über uns einen Pool und 2 Ginchos, sind auch sehr behütet hier im Barado und haben uns ganz spontan, also ganz bewusst, nicht spontan, für kein Haus und Garten entschieden, sondern tatsächlich für eine Wohnung, wo wir nicht die Arbeit dann noch haben mit Garten und Co., was natürlich auch sehr, sehr schön ist, aber hier wächst ja auch alles 4-mal schneller. Das heißt, man darf dann vielleicht auch im Garten 4-mal mehr arbeiten und das haben wir in Deutschland ja schon alles hinter uns. Und deshalb haben wir uns ganz bewusst dann für eine schöne Stadtwohnung, Erstbezug dann dafür entschieden. Aber liebe Amata, du hattest noch gesagt, was gefällt dir hier besonders gut in diesem Land? Da haben wir einmal die Menschen. Wir haben einen hohen Lebensstandard, den man sich hier leisten kann, wenn man das möchte. Mhm. Und die Steuerfreiheit, wenn du dein Einkommen aus dem Ausland generierst. Das ist das. Das ist ein sehr spannendes Thema. Da mag ich gleich auch noch tiefer drauf einsteigen, weil das ist ja auch so rund um Thema Geld und Finanzen ja auch so euer Thema. Du hast allerdings gerade noch einen Punkt angesprochen, den wollte ich gerne auch noch unterscheiden. Es waren 4,5 Kilometer von deiner Airbnb-Wohnung zur Schule. Und es ist hier oftmals so, die Kilometerzahl ist oftmals gar nicht so weit. Ja? Allerdings die Zeit, die es braucht, um 5 oder 10 Kilometer zu fahren, die wird doch leicht unterschätzt hier. Daniel, gerne. Möchte ich sehr gerne von einem persönlichen Erlebnis berichten. Und das ist einfach wirklich für alle Menschen, die das nicht selbst kennen, eine tolle Information. Und zwar, wir ziemlich neu hier, Felix frisch in der Schule. Und er hatte dann die Möglichkeit, mit einem neuen Klassenkameraden, mit dem er sich gut versteht, nachmittags nach der Schule mit nach Hause zu fahren. Und es war dann so vereinbart, dass ich ihn dann abends dort abhole. Und ich sagte natürlich, unbedarft, wie ich war, klar, gar kein Problem. Habe auch mal auf Google Maps geschaut, 17 Kilometer entfernt. Kein Thema, ich hole dich abends ab, um 7 etwa. Steige in mein Auto um 18.30 Uhr. Ja, 17 Kilometer. Ja, ist ja eigentlich gar nichts. Und aber nicht um 18.30 Uhr. 18.30 Uhr, ja genau, Asunción um 18.30 Uhr habe ich dann auch gelernt, nie wieder, denn ich habe ihn wirklich nur abgeholt, sofort eingeladen und bin wieder zurückgefahren mit ihm. Also 34 Kilometer, 18.30 Uhr los, um 22 Uhr waren wir wieder zu Hause.
Das heißt, ich habe wirklich stundenlang im Auto gesessen, denn dann ist einfach in der Rush-Hour, wenn hier alle Leute nach Hause fahren, sind die Avenidas, also diese großen Straßen, sind voll bis oben hin, vielerorts keine Ampeln. An manch einer Kreuzung steht man dann und wartet, bis mal ein Slot frei wird. Und das dauert vielleicht mal 3, 4, 5, 6 Minuten. Und dann brauchst du Zeit. Also neue Vereinbarung mit unserem Sohn, nur noch am Wochenende, bitte, danke. Ja, das sind dann aber solche Dinge, die dürfen wir hier lernen. Es ist halt eine andere Situation, wie wir es in Europa kennen. Und die Straßenbedingungen darf man auch hier nicht unterschätzen. Hier regnet es sehr krass. Wir sehen das hier immer bei unseren Avenidas. Wir haben leider die große Avenida hier vorne und die andere hier um das Haus rum. Das haben wir nicht ganz bedacht. Also Leute, wenn ihr dann eine Wohnung sucht, guckt, dass die Avenidas nicht zu nah an dem Haus sind. Und hier ist es halt so, dass wenn es regnet, es richtig regnet und die Straßen unterspült sind. Das heißt, da sind richtige, man fährt und auf einmal ist da ein richtig tiefes Loch und man kann teilweise gar nicht ausweichen. Absichtlich sogar. Absichtlich. Also dann geht ein Bach, wenn der dann Hochwasser bekommt, und das bekommt er bei jedem Regen, das ist so. Und die Brücke, die drüber führt, ist absichtlich abgesenkt, damit das Wasser halt da über die Brücke dann läuft. Aber das ist ja die Straße. Also das ist so geplant, aber dann versinkt auch schon mal ein Auto, wenn es ganz, ganz, ganz schlimm wird. Genau, und da ist es halt tatsächlich so, dass der Straßenbelag dann auch öfters mal wegfliegt und das, und dann so schöne Löcher entstehen. Und wenn man dann so schön im Fluss ist, da kann es halt ganz passieren, dass du dann auf einmal in so einem Ding da drin hockst. Ne? Also das ist sehr spannend. Das sollte man mit beachten. Also, das sind schon so spannende Begebenheiten und Themen und manchmal auch Herausforderungen, auf die man hier halt auch trifft, ja. Genau, man erlebt es einmal, dass man so lange unterwegs ist und weiß, also abends um die Zeit macht es nicht wirklich Sinn, ins Auto zu steigen. Früher oder später durchaus, aber nicht gerade um die Zeit. Und vor allem, was ihr gerade angesprochen habt, dieses Thema, wenn Regen ist, was dann ja so an Löchern sich alles auftun kann, an Überschwemmungen, das ist durchaus spannend. Wir wohnen ja derzeit auch in der Stadt, so mit unserem Blick auf den Park, auf das Grüne, ganz nah von dem Shopping Center. Wir sind hier relativ verschont und deswegen ist euer Hinweis, glaube ich, ganz wichtig zu schauen, wo wohnt man, sich die Gegend anzuschauen, bei schönem Wetter, aber eben durchaus auch bei Regen und auch auf dem Land. Wir hatten ja eine Zeit lang auch in der Nähe von KKP gewohnt, ziehen jetzt auch wieder aufs Land. Da ist schon gut hinzuschauen, ja, wie ist es denn da in jeder Situation? Genau. Absolut. Ja, aber jetzt natürlich zu eurem Thema. Was habt ihr denn früher beruflich so gemacht und was macht ihr heute hier in Paraguay? Tja, wer fängt jetzt an? Bianca. Genau, im Grunde genommen machen wir das Gleiche wie vorher auch. Das heißt, wir sind im Vermögensmanagement tätig. Wir zeigen den Menschen auf, wie sie finanziell frei leben können aus einem passiven Einkommen, nicht mit einem Network-Marketing, sondern aus ihren eigenen Geldern heraus und zeigen ihnen, wie sie da leben können. Auch wir leben jetzt schon seit sehr vielen Jahren von unserem passiven Einkommen hier in Paraguay und zeigen ihnen die Möglichkeiten, die sie hier haben. Wie bist du denn dazu gekommen, liebe Bianca, dass du dich mit diesem Thema Finanzen und Vermögen beschäftigt hast? Vielleicht magst du da noch ein bisschen was dazu erzählen. Wie ich selber dazu kam? Ja. Ja, also 2007 war das. Da hatte schon ein Freund von mir gesagt, du bist mit deinem Haus falsch finanziert. Wir hatten das damals mit Lebensversicherung abgesichert, mit 4 Lebensversicherungen. Und dann hatte er mir schon gesagt, die sind seit 82 legaler Betrug und da gibt es ein Gerichtsurteil für. Okay. Da war ich ein bisschen irritiert und in der Tat war ich dann auf einem Vortrag gewesen damals und beim Verbraucherschutzverband und die haben uns dann praktisch echt gezeigt, was Lebensversicherung bedeutet, warum es legaler Betrug ist. Und ich war so begeistert gewesen, weil uns wurde da richtig geholfen, auch mit der Baufinanzierung, wie wir die richtig aufstellen ohne Lebensversicherung, dass das Haus halt dann abbezahlt ist. Ja. Und dann habe ich halt angefangen, auch mit in die Ausbildung zu gehen, selber aufzuklären, selber Vorträge zu machen, selber dann später in die Beratung zu gehen. Und Daniel war ein Mandant von mir gewesen.
Und ja, wir waren so voneinander dann überzeugt, dass wir zusammengeblieben sind. Sie hat nicht nur fachlich überzeugt. Genau. Ja, haben dann auch unseren Sohnemann gekriegt. Und Daniel war der Leiter vom Jobcenter gewesen zu dem Zeitpunkt und sagte dann auch genauso begeistert wie ich auch, das müssen die Menschen doch alle wissen. Und hat dann angefangen, das zu studieren bis zum MBA in Vermögensmanagement Luxemburg und Singapur, bis in die Pike. Und hat das dann alles schön online aufgebaut. Das heißt, ich war noch ganz konventionell unterwegs, damals noch mit der Mappe und bin dann noch zu den Leuten hingefahren und habe da die Aufklärung gemacht, face-to-face. Heute machen wir große Webinare und können ganz viele Menschen erreichen. Und das ist natürlich Gold wert, weil mit dem, wie ich es damals gemacht habe, könnten wir jetzt nicht so jetzt hier in Paraguay weiterarbeiten, das wird schwierig. Aber online geht das natürlich super und mit der Zeitverschiebung, das klappt auch ganz gut. Und deshalb können wir einfach eins zu eins Deutschland hier mitnehmen und können auch unseren Job dann einfach weitermachen. Du hast jetzt gerade so was angesprochen, auch Lebensversicherung und so Sachen. Mein Mann war ja früher mal Banker, ja. Und da hat er auch so was erlebt, wie du gerade so angesprochen hast, so dieses irgendwann dieses Erwachen, dass man Dinge empfehlen soll, sollte, die ja, er mit seinem Gewissen, sage ich mal, nicht mehr vereinbaren konnte. Und ist dann auch raus, hat dann auch Financial Planner studiert und sich dann in dieses Thema eingearbeitet. Hat dann, wie wir auf Weltreise gegangen sind, erstmal das komplett ad acta gelegt, diese ganze Thematik. Weil wenn man ein bisschen dahinter schaut, du hast gerade angesprochen, dann gibt es ja auch viele Bereiche, ja, da darf man genau hinschauen. Ich nenne es mal so. Ja. Ja. Und heute sind wir auch sehr dankbar, so verschiedene Cashblock-Wellen. Ich selber habe ja mein erstes großes passives Einkommen über Network-Marketing aufgebaut und ich finde es nach wie vor einfach genial, weil man hier Menschen in unterschiedlicher Weise helfen kann. Und gleichzeitig gilt es aber eben zu schauen, was gibt es denn sonst noch für Cashflow-Wellen? Und da gibt es ganz, ganz viele. Und Daniel, du hast jetzt, hat Bianca gerade gesagt, aufgebaut online-mäßig. Vielleicht magst du da noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Du kommst ja an sich aus einer anderen Branche. Die Bianca hat dich nicht nur fachlich fasziniert, sondern auch persönlich, aber auch im Fachlichen bist du ja komplett hier eingestiegen und hast dann aber das aufgebaut, ja, um auch von hier aus das wirklich weiterführen zu können. Vielleicht nimm uns da gerade mal ein bisschen mit rein. Gerne. Ja, also nach dieser Überzeugung, dass es das ist, ja, dass es wichtig ist, über diese Dinge zu sprechen, weil so viele Menschen in den falschen Bereichen investiert sind und einfach auch nicht vorwärts kommen, weil sie aufgefressen werden von den Kosten, die diese Produkte haben, etc. pp. Also gibt es ganz viel, würde jetzt den Rahmen sprengen. War ich ja dann begeistert und habe dann sogar, und meiner Mutter, glaube ich, gefällt das heute noch nicht, dass ich damals die Bundesagentur für Arbeit, unbefristeter Job bis zum Lebensende, hätte ich es machen können, verlassen habe. Ja. Und angefangen habe, im Verbraucherschutz damals tätig zu sein und die Ausbildungen zu machen. Und habe mich dann entwickelt, war dann aber auch selbst bei zwei Versicherungsunternehmen für jeweils ein paar Monate. Länger konnte ich das da nicht aushalten. Jeweils 4 Monate. Ich war bei zwei Fondsgesellschaften in Luxemburg, habe also sehr viel Erfahrung zu meinem Studium auch in der Praxis gewinnen können über viele Jahre. Also das Ganze begann 2009 und ja, in 2018, als ich dann mein MBA, also Master in Wealth Management in der Tasche hatte aus Singapur, da habe ich dann anschließend gesagt, so, und jetzt machst du das, aber komplett selbstständig und so, wie es sich gehört. Ja, und das heißt, ich muss ja in den Spiegel gucken können. Ich muss ja sagen können, okay, hier ist niemand, der mir jetzt sagt, was ich für ein Produkt zu verkaufen habe oder sowas, sondern es geht darum, in welcher Situation ist denn der Mensch überhaupt und wo möchte er hin? Und das, liebe Amata, ist ja völlig verschieden von Mensch zu Mensch. Da dürfen wir auch immer genau hinhören. Es gibt also auch gar nicht so dieses Standardkonzept für jeden, das überall passt, sondern der eine ist vielleicht total glücklich, wenn er über ein passives Einkommen verfügt, das ihn dazu befähigt, im Garten zu sitzen und ein schönes Aquarellbild zu malen, seine Leidenschaft, seine Passion zu leben, ja? Sport zu treiben, Muse, Zeit für Muse, Hobbys zu haben.
oder einfach das, wo seine Talente liegen und die auch beruflich zu nutzen und nicht, weil man Geld verdienen muss. Und für den anderen heißt es aber so das Klassische, jawohl, ich will einen Ferrari fahren, ich will eine riesengroße Villa, dies, das, jenes. Also da hört man schon raus, wir brauchen unterschiedliche Ansätze. Ja. Und das liefern wir. Wir schauen genau hin, führen diese Gespräche, machen das alles online seit 2018 und ja, setzen das dann mit den Menschen um. Und auch so, dass die Menschen es auch online umsetzen können. Ja, denn wir sind ja, ja, das mit Paraguay, mit unserer eigenen Auswanderung, passt halt in diesen ganzen Kontext hinein, weil als wir das aufgebaut haben, war meine persönliche Vorstellung immer, und das habe ich auch einmal verwirklicht, in Thailand am Strand sitzen, Laptop auf dem Schoß und zu arbeiten und dann wieder ins Wasser zu springen und ja, habe ich dann auch tatsächlich gemacht und auch heute zu sagen, okay, wir sind in Paraguay, jetzt vor uns steht auch nur hier der Laptop, das ist das ganze Business, was wir haben und auch der Mensch, der mit uns geht und mit uns sein passives Einkommen erwirtschaften möchte, braucht auch nur seinen Lappy oder sein Handy und setzt die Dinge mit uns um und das reicht und fertig. Das ist einfach herrlich. Freiheit. Das ist Freiheit, genau. So einfach. Also das ist doch das Spannende, was heute möglich ist. Ich glaube, das wäre vor einigen Jahren ja in der Form noch gar nicht so möglich gewesen. Und das finde ich auch faszinierend. Jeder, wie du gerade gesagt hast, Daniel, so in unterschiedlicher Form, weil Freiheit bedeutet ja für jeden was anderes. Nicht jeder verbindet es mit Paraguay oder mit Thailand am Strand sitzen, wobei ich das ganz ehrlich auch sehr genossen habe. Ja, wir sind jetzt im 5. Jahr unserer Weltreise, ich fand das genial. Aber auch die Zeitverschiebung ist ja dann auch so ein Thema. Und da kommt dann auch wieder das ins Spiel, ein passives Einkommen zu haben, gibt einem viel mehr Raum und Möglichkeiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Genau, richtig. Ja. Um damit auch gut klarzukommen mit der Zeitverschiebung, haben wir zum Beispiel dann einen ganz festen Zeitrahmen, den wir unseren Kunden auch in Europa geben, ja, und sagen, okay, da sind wir erreichbar, weil wir haben halt keine Lust nachts bei 6 Stunden Zeitverschiebung aktuell nachts um 3 Uhr dann eine Beratung zu machen. Natürlich nicht, ja. Das ist ja auch nicht notwendig, das ist ja auch das Schöne. Ich glaube, das ist, also jedenfalls für mich persönlich war das so, diese Cashflow-Wellen aufzubauen und es auch zu zeigen, dass wir vor allem auch weniger Zeit investieren, ja, dass wir nicht nur noch am Rödeln sind. Ja. Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Punkt. Jetzt hast du gerade so dieses Thema Geld und Finanzen angesprochen. Was würdest du sagen, wie viel Geld braucht man denn hier in Paraguay, um entspannt leben zu können? Mhm. Ja, das ist tatsächlich unterschiedlich. Also man kann hier auf dem Land tatsächlich vielleicht ein Paraguay-Häuschen für 1,6 Millionen, sagen wir 200 Euro ungefähr haben. Es kommt wirklich auf den Standard drauf an. Wir wollten einen europäischen Standard haben, deshalb zahlen wir natürlich hier in Asunción auch mehr und auch die Schule kostet mehr. Die teuerste Variante ist nun einmal hier in der Hauptstadt und da sollte man auf jeden Fall als Paar ca. 1.500 Euro bis 2.000 Euro schon haben, damit man gut leben kann. Das ist auch nicht so günstig, muss man schon sagen, außer wenn man einkaufen geht. Ich bin da teilweise schon ganz schön geschockt, wie teuer die Lebensmittel hier sind. Da muss ich mich echt auf den Hosenboden setzen. Und das ist halt auf dem Land teilweise, je nachdem, wo man einkaufen geht, wenn man in den Dispensers einkaufen geht, dann wahrscheinlich auch wieder günstiger in den Supermärkten. Wenn man einen höheren Standard will, ist der halt auch wirklich teuer. Wenn man jetzt einen Super sieht mit einem Casa Rica oder sowas, da bist du schon richtig mit richtig viel Geld dabei. Und deshalb, wenn man sich das erlauben möchte, sollte man mindestens die 1.500 Euro bis 2.000 hier in Asunción haben. Ich glaube, das ist ja auch der Punkt, dass man das auch versteht, für alles, was so Import auch ist, ist einfach mindestens so teuer wie im deutschsprachigen Raum, manchmal sogar noch teurer. Genau. Wenn wir nicht auf dem Land leben mit Obst und Gemüse, dann können wir hier auch ganz günstig leben. Und das ist immer, glaube ich, die wichtige Frage, was ist für einen selber das Richtige? Und ich glaube, da darf jeder für sich selber hinspüren. Und wenn es dann allerdings geht darum, dass man sagt, ja, wie, ich sage es mal, entweder ein Einkommen zu erwirtschaften oder ein passive Einnahmensquellen zu haben. Was sind denn so eure Tipps, ich sage jetzt mal, für Menschen, die sagen, ja, ich hätte gerne ich möchte gern frei sein, ich hätte gern so
passive Einkommensquellen. Was würdet ihr sagen, was sind so die drei wichtigsten Punkte, die da jemand beachten sollte? Um passives Einkommen zu generieren, meinst du, Amata? Ja. Ja, letztendlich brauche ich, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sagen wir es mal genau. So. Mhm. Ansatz ist das, mit dem du erfolgreich bist. Ja, du hast ja eben schon erwähnt, dass du ja weiterhin aktiv auch bist mit deinem Networking und durch das Netzwerk entsprechende Einkommensströme hast. Ein anderer Ansatz ist ja, dass vielleicht auch dann verdiente Geld letztendlich auch nochmal arbeiten zu lassen für mich, was ja auch wieder unser Ansatz ist. Ja. Und ich denke, vielleicht ist es auch die Kombination von beidem. Also ich habe zum Beispiel selbst festgestellt, es war wirklich so eine Idee von mir, als wir nach Paraguay gingen, erstmal gar nichts mehr zu tun. Vielleicht auch einfach nur ein Buch zu schreiben, steht immer noch auf meiner Wunschliste. Und nach 2,5 Monaten habe ich aber gemerkt, naja gut, jetzt nur sich mit diesem Buchprojekt zu beschäftigen und so. Ich bin jetzt 44 Jahre jung. Das ist es auch nicht, ja. Das heißt, man ist ja gerne aktiv tätig. Also wir arbeiten ja, weil es uns Spaß macht, weil es uns erfüllt, weil wir was Tolles tun für die Menschen, weil andere Menschen von unserem Wissen profitieren können, all dieses. Also passiv darf durchaus sein, ist auch ganz wichtig, ob es jetzt wie bei dir aus dem Netzwerk heraus ist oder das Geld, das für uns passives Einkommen bringt. Und darüber hinaus dürfen wir weiterhin aber aus meiner Sicht auch Einkommensstrom aus aktiver, fröhlicher, inspirierender und erfüllender Arbeit generieren. Wenn das Ganze ohne Druck geschieht, und das ist in Paraguay sehr gut möglich, kommen wir gleich vielleicht noch mal kurz drauf zu sprechen, dann ist das ja wundervoll, weil ja, ich mache das, was ich liebe heute beruflich. Das kann ich ganz klar sagen. Also, Daniel, ich glaube, das war so, was du gerade angesprochen hast, das, was man gern macht. Ich glaube, das ist so ein wesentlicher Punkt, dahin zu spüren, was ist wirklich das, was ich gern mache. Ja? Und bei mir war es immer schon Netzwerken und Empfehlungen. Das war immer schon so meines. Und ich habe dann auch bei meinem, ich sage es mal, bei meinem ersten Aufbau von passiven Einkommensquelle einfach nur das gemacht und bin dann wieder zurückgekommen in meine alten Themen. Da habe ich ja auch Seminare gegeben und Kurse gegeben und habe dann festgestellt, das kann man ja online genauso. Ja? Online ein Business aufbauen ist heute so leicht, also eine Beratungstätigkeit. Das zu zeigen ist schön. Dem nachzugehen, was man gern macht, es dann umzusetzen. Ich glaube, das ist genau der Punkt. Oder eben dann auch, so wie du gerade angesprochen hast, dann zu entdecken, wow, Geld ist toll, wenn es reinkommt, aber die Frage ist ja auch, was tun wir denn mit dem Geld auf die Bank legen? Macht ja nur mal so arg viel Sinn. Wie gehen wir sinnvoll damit um, damit das möglicherweise auch wirklich mehr wird und dass das bleibt? Und gleichzeitig dieser Freude zu folgen, das zu tun, was man einfach gern macht. Das mal Pause machen kenne ich auch gut. Ich wollte am Anfang meiner Weltreise auch ein halbes Jahr nichts wissen. Einfach Reise genießen und viele Neues entdecken. Und irgendwann hat man so das Gespür, wir haben auch irgendeinen Auftrag und wir brauchen in unserem Leben auch etwas, was uns Sinn gibt, was wir mit Freude tun. Ja. Und ich glaube, auch das ist schon ein Punkt, so sehr passives Einkommen in meinen Augen, was ganz, ganz Wertvolles ist und das jeder haben sollte, in welcher Form auch immer, ja. Möglichst in mehreren Quellen. Genau. Gleichzeitig ist, glaube ich, auch das Aktive echt gefragt. Weil nur, ich übertreibe jetzt mal, nur dazu sitzen, ich glaube, das ist definitiv zu wenig. Und es ist das, was Menschen auf Dauer nicht glücklich macht, sondern es braucht auch ein Stück Aktivität. Ja, es boostet, das ist ganz klar. Ja, dafür sind wir nicht gemacht. Nee. Das ist am Anfang ist das wundervoll auch gewesen. Ich habe dann 7 Bücher gelesen und es war super, weil ich hatte lange keine Zeit dafür gehabt. Und alles hat dann einfach auch seine Zeit. Und dann irgendwann merkst du, jetzt willst du wieder los. Ja. Was würdet ihr sagen, was ist euch beiden persönlich wichtig? Welche Botschaft möchtet ihr den Menschen gerne mitgeben oder teilen mit den Menschen? Ja, also ganz wichtig, finde ich, ist letztendlich, dass jeder Mensch schauen sollte, dass er glücklich ist.
Wir haben alle in dieser Form auf dieser Erde nur eine beschränkte Zeit. Das steht fest, egal welcher Auffassung ich bin, aber das steht fest. So ist es begrenzt. Und daraus sollte ich doch das Beste machen. Als ich damals die Bundesagentur für Arbeit verlassen habe, habe ich mich so als 80-, 90-jähriger Mann gesehen und habe gedacht, wie wird sich das anfühlen, wenn ich dann auf mein Leben zurückschaue? Und dann sah ich mich so 40 Jahre im öffentlichen Dienst in der Behörde. Ich möchte die Behörde nicht abwerten, um Himmels Willen. Ja, viele Menschen werden da glücklich, lieben die Sicherheit und so weiter und so fort. Aber für mich persönlich war es ein absolut erschreckender Moment, als ich mir das vorgestellt habe. Und ich dachte mir, Mensch, du wolltest immer nach Amerika, du wolltest reisen, du wolltest studieren, du wolltest so viel machen. Nein. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt schmeiße ich das Ganze hin und habe gekündigt. Und es war nicht immer leicht, um Himmels Willen, ganz im Gegenteil. Auch die Auswanderung nach Paraguay ist natürlich, es kostet Energie. Du beschäftigst dich monatelang damit. Ja, du gibst, wir haben alles aufgegeben, wir haben alles verkauft. Wir hatten Häuser, wir hatten natürlich entsprechende materielle Dinge. Und wir haben bis auf 7 Koffer alles verschenkt und alles verkauft. Und das Verschenken war teilweise so, dass wir raus mussten aus unserer Wohnung und wir die Sachen einfach vor die Tür gekarrt haben und gesagt haben, ein Zettelchen drauf gemacht haben, kann mitgenommen werden, am nächsten Morgen war es weg. Das ist nicht einfach. Aber im Endeffekt kann ich sagen, für uns schwebt Freiheit als sehr hohe Priorität über allem. Wir möchten frei sein, wir möchten uns entfalten und das tun wir heute. Und es hat sich allemal gelohnt. Und ja, ich kann nur jedem Menschen sagen, jeder, also auch der Zuschauer heute, du alleine entscheidest, frei zu sein. Es ist nicht immer leicht. Man muss vielleicht oder man muss sicherlich die Komfortzone verlassen. Oh, und das ist unangenehm, das zwickt, da geht auch mal was schief. Aber ich kann wirklich sagen, mit meinen 44 Lenzen auf diesem Planeten, jawohl, super geil, es lohnt sich, just do it, ist auch so einer meiner Lieblingsaussagen, weil Freiheit ist einfach unglaublich wichtig. Und wem heute irgendwie irgendwo was zwickt und der sagt, ich fühle mich jetzt unwohl, das gefällt mir nicht, Mensch, stell's ab. Ja, mach. Also das ist so, ich glaube, dieser Gedanke, den du dir gemacht hast, so bei der Agentur noch, wie ist es mit 80, 90? Ich war ja fast 20 Jahre im Kloster und da hat man jedes Jahr so Exerzitien, Tage im Schweigen, ja, wo man sich zurückzieht. Und da ist auch immer eine Übung dabei, die ist so ähnlich, aber doch, ich sage es mal, noch etwas krasser. Man stellt sich vor, wenn tatsächlich das Leben zu Ende ist, was soll so über dem Leben stehen, ja, so am Grab selber zu stehen. Und da geht es nicht darum, um irgendwelche Angst zu machen, sondern um noch bewusster zu leben, um wirklich sich klar zu machen, um was geht es denn eigentlich? Was ist mir denn wirklich wichtig? Und du hast gerade gesagt, Freiheit ist so, so wichtig. Und ja, das ist nicht leicht. Als ich aus dem Kloster ausgetreten bin, da stand ich auch mit nichts da und habe komplett neu angefangen. Und ihr seid mit 7 Koffern hier angekommen und habt einfach losgelassen. Wir hatten da schon ein bisschen Vorsprung, weil wir wollten ja eigentlich nur ein Jahr auf Weltreise gehen und sind von da mit Koffern und Rucksack losgezogen und haben in der Zeit dann gemerkt, man braucht gar nicht so viel. Viele Sachen sind gar nicht, ja, die sind nicht notwendig. Und gleichzeitig aber auch zu sehen und zu entdecken, wie genial es ist, wenn man ein Business hat, das man überall auf der Welt machen kann, wie genial es ist, wenn Geld fließt, weil dann Entscheidungen viel freier sind. Also beides so in der Form drin. Bianca, was würdest du sagen? Was ist für dich noch so das, wo du sagst, das möchtest du unbedingt noch mit den Menschen teilen? Also wenn ihr tatsächlich mit dem Gedanken spielt, auszuwandern, wir haben hier ganz viele Menschen, die sind ohne Plan gekommen, ohne vielleicht mit 10.000, 20.000 Euro in der Tasche. Habt einen Plan, wenn ihr hierher kommt. Was wollt ihr finanziell machen? Weil ohne die Sprache zu können, hier einen Job zu finden, ist echt sportlich. Und das Leben hier kostet nun mal auch Geld. Dann bindet euch nicht zu schnell. Guckt einfach, dass ihr euch vielleicht mehrere Sachen anschaut, bevor ihr euch bindet. Ja? Airbnb,
Super Möglichkeit. Ihr habt dann alles da, müsst nicht alles kaufen. Wir haben ja jetzt hier festgemietet. Mir wäre es, glaube ich, doch noch mal lieber gewesen, man hätte doch noch mal länger Airbnb gemacht, dass man einfach noch flexibler ist. Aber mit einem Kind, was in die Schule geht, ist das ja auch so eine Sache. Die brauchen ja auch Stabilität, die brauchen einen Plan. Ne? Und das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und was noch eine Sache ist, das Loslassen. Das ist ein großes Thema auch bei mir. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mich mit anderen Menschen austausche, hier gibt es ja auch große Communities, wir lernen Spanisch, Guarani und alles. Und wenn wir dann mit unseren Landsleuten zusammen sind, dann sind das meistens die Frauen, die wehmütig sagen, ja, ich habe schon Heimweh oder so nach einer längeren Zeit. Das merkt man bei den Männern weniger. Ne, deshalb, das würde ich gerne noch mitgeben. Habt einen Plan, was macht ihr und bindet euch nicht zu früh, lasst euch Zeit, wo ihr hin wollt, bleibt auch länger mal an einem Ort und wenn ihr die Möglichkeit habt, schaut euch das Land mindestens mal einen Monat an, wenn es sogar geht, länger, 3 bis 4 Monate, um auch wirklich die kleinen Sachen zu sehen, ob man mit diesen Sachen leben kann und möchte. Das kann ich euch nur mit ans Herz legen. Danke für diese wertvollen Tipps, Bianca. Und ich glaube, gerade das mit dem Plan, wo du ansprichst, das erleichtert so vieles. Natürlich kann man einfach auch so kommen und starten. Aber die Herausforderung ist schon mal ein Vielfaches größer, als wenn ich mich vorbereite, wenn ich plane, wenn ich mir gewisse Dinge einfach im Vorfeld anschaue. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben uns jetzt auch entschieden, wir starten ja gerade so ein Paket Einsteigen für Aussteiger, wo wir auch Menschen begleiten in diesen Ausstieg hinein, weil es so, so wichtig ist, so ja, wirklich hinzuschauen, was ist es. Ja. Und wenn man einen Plan hat, natürlich läuft dann nicht alles nach Plan. Und dennoch, man hat so die verschiedenen Facetten und es ist viel, viel angenehmer und leichter zu machen. Und dann hast du allerdings auch noch den wichtigen Punkt angesprochen mit der Bindung. Ja, wenn man Kinder hat, ist es nochmal eine ganz andere Geschichte, eine ganz andere Thematik, weil man viel mehr gebunden ist mit der Schule. Und trotzdem sich einfach wirklich das Land genau anzuschauen. Ich kann mich so gut erinnern, für mich war ganz klar, ich will nie in so eine Kolonie, die ich gehört habe, ja. Als wir dann das erste Mal im Bereich Independencia waren, haben wir festgestellt, wow, wie schön ist es da, landschaftlich schön und auch ganz anders, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Oder auch Encarnación mit dem Strand. Genau. Es gibt so viele schöne Plätze hier und es ist wirklich nicht nur anzuschauen, sondern vielleicht, wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch mal wirklich auch eine Zeit lang wo zu wohnen und zu leben und nochmal ganz anders zu erleben und zu erspüren, wie ist denn das Leben da? Ja. Und ja, für den anderen ist es vielleicht wichtig und notwendig, sich gleich zu entscheiden, zu sagen, oh, ich kaufe mir ein Grundstück, baue mir ein Haus. Das ist, glaube ich, auch immer so abhängig von der jeweiligen Person, wie wir es vorher auch ja zum Thema Finanzen hatten. Ich glaube, da ist ja jeder auch anders gestrickt, aber ich persönlich bin auch so der Meinung, es ist ein großes Geschenk, wenn wir Reisen uns noch nicht sofort binden und vor allem auch den dritten Punkt, den du gerade angesprochen hast, dieses Loslassen von Erwartungen, Loslassen auch von Sachen, die man zurücklässt und sich einlassen auf Neues. Denn das ist ja die andere Seite, dass wir ja auch ganz viel Neues geschenkt bekommen und Loslassen nicht nur im Sinn von Menschen und Heimat, wie man vielleicht früher irgendwo im deutschsprachigen Raum hatte, sondern auch, ich sage immer, auch loslassen von alten Glaubenssätzen und alten Denkmustern, sondern sich einlassen auf das, was man hier sozusagen neu entdecken kann. Auch wir könnten uns, glaube ich, nur ewig unterhalten, ihr zwei. Ich hätte noch ein paar kurze Fragen und bitte euch nur um kurze Antworten. Okay. Was muss man in Paraguay unbedingt gesehen oder erlebt haben, Bianca? Ja, auf jeden Fall. Wir haben es leider noch nicht gesehen, die Wasserfälle unten in Ciudad del Este. Da werden wir demnächst auch noch hinfahren. Man sollte Encarnación gesehen haben, Azu natürlich. Also Azu ist die Abkürzung für Asunción, für die Hauptstadt. Das ist bei uns schon so drin. San Bernardino und vielleicht auch später mal den Chaco, um das Ganze zu abzuschieben, weil es einfach ganz unterschiedliche Kulturen sind und Klimazonen auch sind. Und ich möchte was ergänzen. Ja, gerne. Und wenn man dann in Asunción ist, sollte man auch sich mal das Feeling geben von Mercado Cuatro.
Kennen viele nicht. Das ist ein riesengroßes Viertel, Marktviertel hier in der Stadt. Und da bekommt man so ein bisschen so das Feeling von einem großen Markt, was nicht ein Markt ist wie bei uns in Deutschland. Hier wie in Asien, Bangkok. Genau, richtig. Ich wollte dahin, ich kenne es aus meiner Zeit in Singapur, einfach wie in Asien, vollgestopft, ganz viele Menschen, ganz viele Stände. Es ist ein gigantisches Erlebnis. Und sollte man sich auch anschauen. Definitiv. Daniel, Paraguay bedeutet für dich? Für mich bedeutet es definitiv Freiheit und Entspannung. Denn die habe ich hier gefunden. Ja? Also ich bin heute nach 6 Monaten hier in Paraguay ein ganz anderer Mensch. Also die Menschen, die mich kennen aus der alten Zeit, wie sich das anhört, die wissen, dass ich heute ganz anders drauf bin, dass ich heute entspannter bin. Was bedeutet es für dich, Bianca? Freiheit. Freiheit und Tranquilo. Genau. Sven. Was sind deine 3 größten Stärken, Bianca? Spontanität, Zuversichtlichkeit und losgehen. Just do it. Und deine, Daniel? Oh, da fragst du mich jetzt was. 3 größten Stärken. Naja, gut. Ich bin auf jeden Fall ein Macher, sonst hätten wir das ganze Ding hier auch nicht zusammengewuppt. Ja? Disziplin ist einfach auch ganz wichtig, wenn man sich mal was vornimmt, dass man das auch durchzieht und Ausdauer. Ausdauer, wobei es ist fast das Gleiche. Ja? Aber das sind so, das ist alles so die Richtung, da bin ich unglaublich stark drin. Ja? Eine Schwäche? Eine Schwäche, ja. Im Vorstellungsgesprächstraining haben wir immer gesagt, ja, eine Schwäche für Sahnetorte, aber das passt ja dann auch hier heute nicht. Ja. Naja, eine Schwäche für gutes Essen und gutes Trinken. Und wenn ich nicht morgens, du hast es vorhin gesagt, im Botanischen Garten joggen würde, dann würde das auch hier ein bisschen anders aussehen. Okay. Eine Schwäche bei dir, Bianca? Wankelmütigkeit. Also wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, früher war das immer so, dann ist das so. Ne? Jetzt manchmal ist es so, wenn ich dann eine Entscheidung getroffen habe, dann so ein paar Tage später, dann sagt, oh, war das wirklich die richtige Entscheidung? Und das kostet so viel Energie. Das ist so unnötig. Ne? Das würde ich mal so als Schwäche bezeichnen. Gibt es so ein Lebensmotto, ein Lieblingszitat, das dich begleitet, Bianca? Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Ein wunderschöner Satz. Daniel, bei dir? Ja, es ist wieder dieses, was ich eingangs oder vorhin schon mal gesagt habe, du alleine entscheidest, frei zu sein. Damit meine ich halt einfach auch, dass kein anderer Mensch, außer ich selbst, verantwortlich dafür ist, wie ich mein Leben lebe. Niemand. Und allzu oft, da nehme ich mich nicht raus, also es ist jetzt keine Kritik an andere Menschen, allzu oft neigen wir dazu, unseren Chef, unsere Eltern, unsere Familie, unsere Partner oder wen auch immer verantwortlich zu machen für etwas, was wir nicht leben können, was wir ja an Wünschen nicht erfüllen können. Und wenn wir ehrlich sind, dann ist es nur der fehlende Mut von uns, ja, unseren eigenen Herzen zu folgen und einfach zu machen. Deswegen, ich alleine entscheide oder du alleine entscheidest, frei zu sein. Ja, ich glaube, es gibt keinen besseren Abschluss wie das, was ihr beide gerade jetzt so zum Schluss gesagt habt. Denn um das geht es letztlich, dass wir wirklich glücklich, erfüllt und frei leben. Und das hat jeder von uns selber in der Hand. Ich danke euch beiden ganz herzlich, dass ihr heute euch Zeit genommen habt für das Interview, dass ihr uns so ein bisschen Einblick gegeben habt in euer Persönliches, aber auch in euer Business. Und ich wünsche euch eine geniale Zeit hier in Paraguay. Ganz, ganz lieben Dank. Wir danken dir, liebe Amata. Alles Gute weiterhin. Bis bald. Ciao. Ja, und liebe Paraguay-Freunde, sage ich jetzt mal, auch euch einen traumhaft schönen Tag, ein glückliches und erfülltes Leben. Und denkt dran, ob du glaubst, du schaffst es oder ob du glaubst, du schaffst es nicht. In beiden Fällen hast du recht. Von daher, lieber unperfekt begonnen, wie perfekt gezögert. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und bis bald. Ciao.